meine lieben Phantasmagoria-Fans. Und ja, wir sind jetzt mal in dieses Zimmer gekommen, weil wir den Schlüssel bei diesem schmierigen Makler geholt haben. Und jetzt gucken wir uns mal hier in diesem Zimmer ein bisschen um. Ja, okay, es ist schon mal, da liegt was, okay. Na, rot, das ist, man, gibt ein gutes Gefühl, ne? Das ist wunderbar, ne? What is that? What is that? Adrian? Unser Reporter hat sich letzte Nacht Karnos Phantasmagorienwelt im ägyptischen Theater in London angesehen und fand sie beängstigend, aufregend und unglaublich. Im Angesicht des blutigen Realismus der Attraktionen fielen die Damen der Gesellschaft reihenweise in Ohnmacht. Für den Uneingeweihten sei erwähnt, dass Karnos Darbietungen nichts für ängstliche Gemüter sind. Sie zeigen okkulte Bilder, die schwarzen Künste, Foltergeräte und das Abtrennen von Körperteilen. Dieses Inferno wird begleitet von einer großzügigen Mischung aus Schreien, Flehen, Heulen und angsteinflößender Orgelmusik. Alle von ihnen, denen Angst und Gefahr nicht fremd sind, haben ein unvergessliches Erlebnis vor sich. Also nichts für uns, liebe Leute. Übrigens, bei diesen Zwischensequenzen, wenn Adrian irgendwas vorliest oder auch bei der Wahrsagemaschine, ist die Stimme super, super leise. Das war aber, glaube ich, auch immer schon so. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich kann es auch nicht sagen. Und das, aber ich denke, man hat es gehört, den Artikel. Ne, den haben wir dann gelesen und das ist, da geht's raus. Was ist das? Moment, wir gucken erstmal, das ist. Aber es ist ein schönes, eine Bibliothek. Hier ist ein Kamin, okay. Okay. What is that? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Es soll mal um Gottes Willen jetzt zum Teufel, dass du. Das sind Analogien, die mir nicht gefallen. Können wir mal durch den Spalt gucken, Baby? Guck mal, was dahinter steckt. Ich will wissen, was dahinter steckt. Guck mal rein, Baby, guck mal rein für mich. Wisst ihr, Freunde, wenn. Da ist das Böse drin. Ich weiß das, glaube ich, noch in Erinnerung. Wenn wir da jetzt reingehen, beziehungsweise uns Zutritt verschaffen, dann geht die Scheiße richtig ab hier, Freunde. Und das möchte ich eigentlich noch gar nicht. Ich habe viel zu viel Schiss. Bin ich ehrlich, was ist. Wir gucken uns erstmal den Schreibtisch an. Das Schreibtisch ist viel friedlicher. Viel haben. Was ist das? Was ist das? Auge? Was war das? Ah, das ist ja ein Brieföffner. Das hatte ich noch in Erinnerung, Freunde, mit dem Brieföffner. Okay, zumindest sind wir jetzt erstmal bewaffnet. Das Problem ist nur. Können wir hier nochmal. Ich lege das mal ganz kurz wieder weg. Können wir noch hier irgendwas gucken? Da ist eine Schublade. Weil, ich bin ehrlich, ich möchte nicht wirklich den. Wenn, dann geht das alles los. Und da habe ich ehrlich gesagt, das ist. Lieber Jeremiah, es ist meiner Aufmerksamkeit nicht entgangen, dass Sie erst kürzlich ein einzigartiges Buch erworben haben, als Sie diesen Winter Ägypten bereisten. Mir ist zu Ohren gekommen, dass dieses Werk
gewaltiges Wissen in Bezug auf die arkanen Rituale der Zauberei und Magie birgt. Ich zittere bei dem Gedanken, es lesen zu dürfen. Wie Sie wissen, frustriert mich der Gedanke, dass ich meine Umwelt nicht wirklich kontrollieren kann. Dass meine sogenannte Magie nichts weiter ist als billige Illusion. Im nächsten Monat werde ich mir in Paris die Ehre geben, aufzutreten. Werden Sie dann in der Stadt sein? Wenn ja, würde ich gerne ein Treffen vereinbaren, im Verlauf dessen ich Ihre faszinierende Neuerwerbung untersuchen könnte. Wenn das Buch wirklich authentisch sein sollte, wäre ich mehr als bereit, eine angemessene Summe für dessen Erwerb zu zahlen. In freudiger Erwartung, die besten Wünsche, Sultan. 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 Mehr ist da nicht. Ich will da mal reingucken. War das wirklich nur dieser Brief? Nee, mehr ist da wirklich nicht. Okay. Sind die alle echt? Wir wissen ja, bei Sherlock Holmes hat es ja falsche Bücher gegeben, ne? Im Geheimnis der tätowierten Rose. Aber das sieht hier alles ziemlich echt aus. Na gut. Das Problem ist nur, liebe Leute, wenn wir jetzt... Können wir das Böse entfachen, glaube ich. Ich meine, das ist... Aber ich wollte mal ganz kurz... Was ist das denn hier eigentlich? Ist da nichts drin? Keine Ahnung, was ist... Wir können jetzt theoretisch das Böse entfachen. Sollen wir das Böse entfachen? Sollen wir das Böse rauslassen, liebe Leute? Ja, wir kommen ja nicht drum rum, denn letztendlich, ne? Letztendlich kommen wir nicht drum rum. Wir bauen eine eigene Mauer. Das ist sie. Die Mauer muss weg. Sie arbeitet auf jeden Fall schwer, ne? Das kann man ihr nicht absprechen. Das ist. Okay. Also, es ist so. Ihr seht. Ich verfolge schon wieder den amerikanischen Accent. Wenn wir da jetzt reingehen, das werden wir jetzt machen, wie echte Delaneys, ne? Wie echte Kerle, dann ist die Neugier des Weibes wird alles verursacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie gesagt, es ist nicht mehr alles noch taufrisch bei mir, aber gehen wir hier den Pfeil entlang. Sequenzen nicht sonderlich viel sage, sondern auch ganz fasziniert dabei bin. Ja, das ist
Ja, es ist bei mir auch lange her, dass ich das gespielt habe und ich, das ist... Ist das das Buch, von dem Kanu spricht? Mann! Das muss Kanus Stammbaum sein. Alles. Oh mein Gott! Don, was ist passiert? Adrian. Oh mein Kopf. Geht es dir gut, Liebling? Das ist nur ein kleiner Schnitt. Was ist passiert? Bist du sicher? Lass mich mal sehen. Das ist eine ordentliche Beule auf deinem Kopf. Was hast du gemacht? Hast du mit der Lampe geklebt? Sehr komisch. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie hat sich die verdammte Lampe gelöst und mein Schädel eingeschlagen. Ich dachte, ich hätte gerade die Schrauben festgezogen. Ich bin okay, Adrian. Ich gehe nur schnell rauf und mach die Wunde sauber, zieh neue Sachen an. Nee, reicht's für heute. Wie wär's mit Abendessen? Was möchtest du haben? Ich bin nicht so hungrig. Vielleicht etwas Thunfisch oder einen Salat. Und dann ab ins Bett. Das klingt gut. Ich bin auch recht müde. Ich sehe dich unten in 10 Minuten. Klar. 10 Minuten. Das Kapitel endet hier. Weiterspielen beenden. Wir spielen natürlich weiter, liebe Leute. Jetzt kommt der Moment, wo ich nicht weiß, wie das Spiel reagiert. Denn, ich habe das, glaube ich, zu Beginn irgendwann erwähnt, ich spiele das mit Daemon Tools. Und ich weiß nicht, ob die... Wir gucken mal. Ich gehe mal einfach auf Weiterspielen, mal gucken, was passiert. Bitte legen Sie CD2 ein. Okay, das werde ich jetzt probieren, liebe Leute. Ich schneide das auch raus. Aber wir gucken mal. Moment. Wo bist du? Hier. Wo? Im Schlafzimmer. Was machst denn du da? Also, ich schreibe ja meinem neuen Buch. Na und? Hast du den Abflussreiniger gekauft, wie ich es dir gesagt habe? Was? Abflussreiniger? Komm, tu nicht so blöd. Ich habe dir das gestern 1000 Mal gesagt. Also hast du oder nicht? Hör mal, ich weiß, dass du gesagt hast, dass der Abfluss verstopft ist, aber du hast mich nie gebeten, einen Abflussreiniger zu kaufen.
Das ist mal wieder typisch. Du tust nie, worum ich dich bitte. Ich reiß mir den Arsch auf und alles, was du tust, ist auf deinem Herumsitzen, wie gerade jetzt. Was? Wo liegt dein Problem, Don? Ich verstehe nicht. Gut. Gut. Wenn du das nächste Mal gekrochen kommst, erwarte nicht zu viel. Fein! Gewonnen! Ich gehe also zum Laden und kaufe deinen verdammten Abflussreiniger! Meine lieben Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Für euch hat es jetzt nur eine Sekunde gedauert, für mich hat das Ganze ein bisschen länger gedauert. Wir sind jetzt hier, beziehungsweise wir haben das Intro vom zweiten Kapitel gesehen. Das Ganze war alles ein bisschen komplizierter, als ich das gedacht habe, und ich musste das ganze erste Kapitel nochmal neu spielen. War leider nicht machbar. Ich habe alle Gegenstände wieder klar gemacht, die wir auch im Vorfeld schon hatten, aber das meiste gemacht, was wir so, also man kann das durch diese Knipsfelder hier so ein bisschen abklippern. Das ist eine ganz coole Sache. Ich klicke mal ganz kurz an, hier, dieses Dings war nicht halt. Ne? Deswegen war ich da relativ zügig durch, aber dreiviertel Stunde hat es trotzdem gedauert. Ja nun, mindestens. Egal. Wir sind jetzt hier. Ihr habt gesehen, der Ton wird ein bisschen härter, ist ein bisschen härter geworden. Der gute Dawn ist nicht mal so, sagen wir mal, liebevoll, wie er das mal gewesen ist, und das werden wir dann uns im Weiteren anschauen, wie das sich eventuell noch steigert. Und ich wollte mich kurz nochmal zu Wort melden, das Video nicht so klanglos auslaufen lassen, sondern hier nochmal kurz Tschüss sagen und vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht, ne, das Inventar in dem Video war leer, da war glaube ich nur der Schlüssel drin, alles andere war weg, und das habe ich aber jetzt, weil ich den anderen Spielern fürchterlich kompliziert. Man kann aber alle Kapitel unabhängig voneinander spielen, habe ich jetzt rausgefunden, was eine ganz gute Sache ist, also ich muss mir keine Sorgen machen. Ich bin von Daemon Tools zwar runtergegangen und bin jetzt bei, wie soll ich sagen, wie heißt das Ding? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, es funktioniert. Ich hoffe, dass es dann demnächst auch problemloser läuft, wenn CD-Wechsel ansteht. Gut, ihr habt gesehen, die ganze Sache, ne, wird jetzt hier richtig, ist auf jeden Fall krasser geworden und der Ton wird härter, und wir haben ja den Geist losgelassen, mehr oder weniger, ne? Durch die Neugier der Frau und natürlich auch durch meine Wenigkeit. Ich war ja, ne, ihr wart ja wahrscheinlich auch, wir waren alle ein bisschen neugierig, ne? Und ja, liebe Leute, dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe, wie gehabt, in diesem Sinne ab in die Rinne, und was hier so weiter auf uns zukommt, das warten wir dann mal ab. Ciao, ciao, euer Spiegeldüfte 45. Ich weiß es auch nicht genau.